Supercharged Watercar Panther. Vor einigen Jahren hat das US-Unternehmen Watercar bewiesen, dass man keine Cheatcodes eingeben muss, damit ein Auto sowohl zu Lande als auch zu Wasser fahren kann. Die Präsentation des ersten Autos der Modellreihe, des Panthers, erfolgte 2013. Im Laufe der Jahre gelang es dem Unternehmen, mehrere Technologien zu patentieren, die in seine Modellreihe implementiert wurden. Außerdem konnte der Panther einen Weltrekord aufstellen und wurde zum schnellsten Amphibienfahrzeug der Welt. Seine technischen Eigenschaften sind 137 km/h an Land und 72 km/h zu Wasser. Möglich macht es der SOHC V6 VTEC Motor. Sein Volumen beträgt 3664 Kubikzentimeter mit einer Leistung von 305 PS. Auch wenn diese Zahlen beeindruckend klingen, gibt es noch weitere Überraschungen. Denn Supercharged Watercar Panther ist eine maßgeschneiderte Version eines Amphibienfahrzeugs, das sein Prototyp vielfach deutlich übertroffen hat. Der Motor wurde komplett überarbeitet. Er wurde ruhiger und reisetauglicher. Das Getriebe wurde modernisiert, das Drehmoment von 5000 Umdrehungen pro Minute auf 3500 Umdrehungen pro Minute reduziert. Die Leistung wurde auf 500 PS erhöht. Kein Wunder, dass sich mit all diesen Änderungen die Höchstgeschwindigkeit auf dem Wasser auf 85 bis 88 Stundenkilometer erhöht hat. Das Modell erhielt einen Kompressor, mit dem es große Gewichtsbelastungen aushält. Helicat. Das folgende Fahrzeug macht eure Träume von einem Helikopterflug wahr. Dafür muss man nicht einmal in die Luft steigen. Helicat ist ein einzigartiges Fahrzeug, ein Katamaran, dessen Rumpf einem Hubschrauber ähnelt. Das Modell wurde entwickelt, um auch in schwierigen Gewässern zu fahren. Es ist äußerst stabil und in dem stromlinienförmigen Körper gibt es keine Stellen, an denen sich Wasser ansammeln könnte. Der Hersteller bezeichnet Helicat als sicher, schnell und praktisch. Der Fahrer fühlt sich in dem Helicat wie auf einem Motorrad. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 64 km/h. Ermöglicht wird dies mit den zwei Viertakt Mercury EFI-Motoren mit 60 PS. Auf Wunsch wird der Antrieb auf 90 PS aufgerüstet, was die Reisegeschwindigkeit erhöht. Helicat wiegt 1542 kg. Sogar ein PKW oder ein kleiner SUV können den Katamaran zum Wasser ziehen. Waterwolf M. Jet Capsule. Um sich dieses ungewöhnliche Wasserfahrzeug näher anzusehen, geht es direkt nach Neapel, ins Lazzarini Design Studio. Die dortigen Designer sind Pierpaolo Lazzarini und Luca Solla. Das Ziel des Projekts war es, ein Boot zu bauen, das so komfortabel ist wie eine Yacht, aber gleichzeitig eine winzige Größe, verbesserte Kontrollierbarkeit und Manövrierfähigkeit hat. Die Mini-Yacht ist 7,85 Meter lang und 3,44 Meter breit. Trotz der bescheidenen Größe ist sie für 7 Personen ausgelegt. Die Wasserverdrängung beträgt bei Volllast 3,58 Tonnen, im trockenen Zustand 2,3 Tonnen. Auf Reisen erreicht die Jet Capsule problemlos Geschwindigkeiten von bis zu 64 Stundenkilometern. Dafür sorgen die Yanmar-Motoren.
Davon kann man einen oder gleich zwei einbauen. Dementsprechend ändert sich die Leistung von 370 auf 740 PS. Die Entwickler präsentierten mehrere Optionen für die Anordnung der Kabine. Eine Option bietet neben Sitzgelegenheiten sogar eine kleine Küche und ein Badezimmer im Inneren. Die Sonnenliege auf dem Dach ist ein netter Bonus. Für die Sicherheit im Dunkeln sorgen eine helle Beleuchtung, die die Optik zusätzlich hervorhebt. Quadrofoil Q2. Das Q2 ist ein fortschrittliches, elektrisch betriebenes Wasserfahrzeug für zwei Personen. Das Wasserfahrzeug verfügt über C-förmige Tragflügel, die ein flüsterleises Flugerlebnis über dem Wasser ermöglichen. Die Tragflügel befinden sich unter dem Rumpf, erzeugen eine Auftriebskraft und heben ihn dadurch über die Wasseroberfläche. Dies führt wiederum zu einer deutlichen Abnahme des Widerstands und ermöglicht hohe Geschwindigkeiten. Zu den technischen Eigenschaften: Die Geschwindigkeit beträgt 40 km pro Stunde. Um zu starten, benötigt Quadrofoil nur 5 Meter Wenderadius. Die Motorleistung beträgt 5,5 Kilowatt. Die Energiemenge von zwei Batterien, 5,2 Kilowattstunden, ergibt eine Gangreserve von 2 Stunden oder 80 Kilometern. Der Ladevorgang dauert 4 Stunden. Quadrofoil Q2 ist emissionsfrei. Die Steuerung ist einfach und intuitiv. Eine spezielle Ausbildung oder ein Führerschein sind nicht erforderlich. Der Hersteller behauptet, es sei eines der profitabelsten Fahrzeuge auf dem Markt. Die Betriebskosten betragen maximal 1 Euro pro Stunde. Scubstar Nemo. Wenn euch im Wasser nichts mehr überraschen kann, kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Das Projekt Scubstar Nemo wurde im Jahr 2011 angekündigt. Viele Jahre später wurde bereits ein voll funktionsfähiger Prototyp demonstriert. Dies ist ein 3 Meter langer Rumpf aus Kohlefaser. Er ist 1,85 Meter breit und 1,15 Meter hoch. Dank des geringen Gewichts von nur 30 Kilogramm und der elektrischen Traktion kann Scubstar bis zu einer Tiefe von 60 Metern abtauchen. Man sitzt in kompletter Tauchermontur im Cockpit und steuert mit den Händen die flexiblen Propeller. Das Kraftwerk besteht aus zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 20 Kilowatt. Für eine Gangreserve von 2 Stunden sind zwei Akkupacks mit 15 Kilowattstunden verantwortlich. Die Geschwindigkeit ist mit 8 km/h relativ gering. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es sich um Bewegung unter Wasser handelt. Scubstar Nemo ist ein Projekt, aus dem man wirklich viel Nutzen ziehen kann. Denn es eignet sich nicht nur für unterhaltsame Stunden. Auch Forscher, Wissenschaftler, Retter, die Küstenwache und sogar das Militär können es verwenden. Flyride. Dieses Wasserfahrzeug schenkt ein völlig neues, unvergleichliches Fahrerlebnis. Flyride wurde entwickelt, um den Hydroflug für Anfänger zugänglich zu machen und neue Nervenkitzel für Extremfahrer zu bieten. Flyride wird durch die Reaktionskraft des Wasserflusses in Bewegung gesetzt. Das Wasser wird von einer Pumpe gepumpt, die mit dem Jetski verbunden ist. Flyride ist ungefährlich und sogar für Kinder geeignet. Auch Erwachsene werden mit Flyride viel Spaß haben, auch solche, die an Extremsportarten gewöhnt sind. Ein interessantes Feature von Flyride ist das elektronische Stabilisierungssystem, das Stunts ermöglicht. Dafür muss man einen Knopf drücken und schon macht er eine Kehrtwende um seine Achse. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 35 km/h, das Leergewicht beträgt 33 Kilogramm. Die Leistung des angeschlossenen Jetskis beträgt ab 155 PS. Flyride ist 172 cm lang, 90 cm hoch und 75 cm breit. Hersteller ist das französische Unternehmen Zapata. Chili Island. Das letzte Wasserfahrzeug für heute ist eine Mischung aus Strandliege und Elektroboot. Damit kann man sich am Wasser entspannen und die Sonne genießen. Chili Island ist eine typische Strandaktivität, die nicht für hohe Geschwindigkeiten und enge Kurven ausgelegt ist. Aber die Plattform ist groß genug, um zwei Personen gleichzeitig unterzubringen. Die Bedachung in Form von Palmblättern kann bei Bedarf vor der Sonne schützen.
Diese Liegefläche bietet die Möglichkeit, sich zu entspannen, da man für die Fortbewegung nicht in die Pedale treten muss. Die weich gepolsterten Sitzauflagen werden mit Druckknöpfen befestigt und sind somit gegen Verrutschen geschützt. Gesteuert wird die Chili Island komfortabel mit einem Trackwheel. Geschwindigkeit und Fahrrichtung können so einfach und komfortabel geregelt werden. Der Bordcomputer gibt Auskunft über Geschwindigkeit und Akkustand. Mit einem 40 oder 80 Watt Audiosystem kann man seine Lieblingsmusik genießen. Die Abmessungen der Insel sind 2,5 x 2,25 Meter. Der Motor kann eine Leistung von 0,5 oder 1 Kilowatt haben. Das Leergewicht beträgt 200 Kilogramm.